Liebe Schüler und Freunde der Dudelsackschule, heute geht es ums Steady Blowing, denn ich darf für uns ein Produkt testen, euch ein Produkt vorstellen, was uns dankenswerterweise von Kills & More zur Verfügung gestellt wurde, mit dem wir unser Steady Blowing überprüfen können, unseren Blasdruck messen können. Und zwar geht es um dieses Teil, das nennt sich Blow Pro. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Dieses stellt eine gute Alternative zu, kennt ihr vielleicht, zu einem ganz herkömmlichen Barometer dar, was man sich in die Drohne stecken kann und dann seinen Luftdruck überprüfen kann. Oder auch zu dem herkömmlichen Tuner, womit man die Schwankungen ablesen kann. Aber um dieses kleine handliche Teil, was mit dem Handy verbunden wird, benutzen zu können, braucht ihr zwei ganz elementare Dinge, und zwar einen Dudelsack mit Reißverschluss, denn dort kommt das Teil rein, und ein Handy mit einer iOS-Version, also ein Apple-Gerät, denn für Android ist es leider noch nicht verfügbar. Auf der Webseite von BlowPro haben sie zwar schon geschrieben, dass sie da dran sind, aber das letzte Update ist von 2019, also momentan noch nicht erhältlich. Aber wenn ihr beides habt, Apple und Zippo, dann schaut gerne bis zum Ende und dann erkläre ich euch, wie das Teil funktioniert. Mit dem Produkt kommt eine kleine, handliche, ausführliche und einfach verständliche Bedienungsanleitung, allerdings auf Englisch. Wer der englischen Sprache gut mächtig ist, kann auch auf die Webseite gehen und sich dort informieren. Dort gibt es auch eine Seite mit Frequently Asked Questions. Also ne, viele Fragen, die häufig gestellt werden, werden dort auch beantwortet. Aber für unsere deutschsprachigen Zuschauer hier einmal alles in Kürze. Was ihr also zuerst machen müsst, ist euch die App herunterladen. Und dort wird ja dann alles angezeigt und auch aufgezeichnet, wenn ihr das wünscht. Dazu kommen wir später. Erstmal kurz die Hardware, also dieses kleine Teilchen. Das ist der Messer sozusagen. Hier das kleine Loch ist das der